Wir sind hier im Herzen des Urwaldes vor den Toren der Stadt Saarbrücken. Das Urwaldgebiet insgesamt ist über 1000 Hektar groß und hier sind wir im Zentrum des Gebietes und das nennt sich Zentrum für Wildnis und Waldkultur Forsthaus Neuhaus. Also dieser Wald wurde seit Jahrhunderten von Menschen überformt, auch von Menschen angepflanzt, weil vor 300 Jahren gab es ja im Prinzip keinen Wald mehr. Und vor 20 Jahren hat man dann die Entscheidung getroffen, diesen Wald nicht mehr weiter zu bewirtschaften, also forstlich zu nutzen. Seither schweigen hier die Kettensägen und seither entwickelt sich genau dieses Waldgebiet hier zu einem Urwald von morgen. Urwald bedeutet ein Nutzungsverzicht in der Forstwirtschaft, ein Verzicht auf Jagd und Erholung für Menschen aus der Stadt, aus Kommunen und ein Kleinklima, das zur Erholung beiträgt. Im Urwald gibt es Schalenwild wie Wildschweine, Rehwild, es gibt auch Dachse. Im Moment läuft ein Projekt für den Nachweis von Wildkatzen. Ansonsten natürlich Insekten und Käfer. Ja. Welche Baumarten gibt es? Baumarten, natürlich die Mutter des Waldes ist die Buche hier bei uns. Natürlich auch Eichen und Fichten, die allerdings dann auch gepflanzt sind. Zum Teil auch Eichen wurden gepflanzt. Das war ja hier ein Wirtschaftswald früher und das ist auch heute noch zu erkennen. Warum lässt man die toten Bäume liegen? Die toten Bäume lässt man liegen, weil es zur biologischen Vielfalt dazugehört, weil es hier ein Urwald sein soll, das heißt ein nicht aufgeräumter Wald mit hoher biologischer Vielfalt. Wir haben ja das Problem, dass im Prinzip unsere ganze Landschaft vom Menschen genutzt wird. Das heißt, überall ist die Natur, insbesondere dann die Pflanzen- und Tierwelt, insbesondere dort auch die seltenen Arten, am Rückzug sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir solche Gebiete wie hier, wo man in einer ordentlichen Größe von 1000 Hektar so ein Rückzugsgebiet den Tieren und Pflanzen anbietet, die ansonsten in der normalen Wirtschaft das nicht mehr finden können. Und ansonsten tut man hier Gott sei Dank gar nichts. Das ist ja genau das Ziel eines Wildnisgebietes, dass sich alles selbst überlassen wird. Die Natur darf Natur sein und wir Menschen könnten das nie besser gestalten. Also die Natur ist da schon ein sehr großer Erfinder und das sieht man jetzt auch schon nach 20 Jahren Naturschutzgebiet, wie sich der Wald verändert. Wie haben die Menschen denn früher den Wald genutzt? Früher wurde der Wald genutzt als Lebensraum zum Beispiel oder auch als Nahrungsquelle und auch als Apotheke mit Wildkräutern und Heilpflanzen. Also der Lebensraum Alt- und Totholz ist ein Defizitlebensraum. Das heißt, es gibt ihn kaum noch in Deutschland. Das ist unser Problem.
Wir müssen wissen, dass normalerweise Buchen zum Beispiel 300 Jahre alt werden, Eichen 600 Jahre. Sie werden aber mit spätestens 120 Jahren im Wirtschaftswald geerntet. Und das bedeutet, dass diese ganze Alterungsphase und Zersetzungsphase im Wald fehlt. Und deswegen brauchen wir solche neuen Ansätze, dass wir versuchen, wie können wir Mindeststandards in der Waldwirtschaft etablieren, dass genügend Alt- und Totholz da ist. Oder wir brauchen solche Wildnisgebiete wie hier, wo dann sowieso entsprechend Totholz produziert wird, indem man keine Nutzung mehr macht. So, warum brauchen wir jetzt dieses Totholz? Auf diesen Lebensraum, das ist ja eine Dauer von 100 bis 200 Jahren, wo Totholz entsteht und wo es dann von einer ganzen Reihe von Spezialisten nach und nach zersetzt wird, bis letztendlich nur noch Mineralstoffe übrig bleiben. Also ein ganz natürlicher Stoffkreislauf. Und hier sind nur mal, um ein Beispiel zu nennen, über 1600 Käferarten in Deutschland abhängig vom Vorkommen von Alt- und Totholz. Über 1500 Holzpilzarten sind Vorkommen vom Alt- und Totholz und viele, viele andere Arten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es kein Totholz gibt, können all diese Arten nicht überleben. Und deswegen brauchen wir solche Projekte und solche Gebiete. Come to me and you see I'm endlessly waiting. Come to me and you see. Gibt es Konflikte zu unterschiedlichen Nutzungsinteressen? Die gibt es natürlich überall auf der Welt, hier auch. Also natürlich gefällt das zunächst mal der Forstwirtschaft nicht, dass hier so eine große Fläche aus der Nutzung genommen wird. Dieses Holz fehlt ja auf dem Markt. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Ansprüche des Naturschutzes. Die Bundesregierung hat sich dazu verpflichtet, in einem internationalen Artenschutzabkommen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt Räume zur Verfügung zu stellen. Und das sind zum Beispiel solche Gebiete wie hier in diesem Urwaldgebiet oder im Nationalpark im Nordsaarland. Der NABU ist Initiator dieses Projektes gewesen, hat dann die Partnerschaften geschlossen mit Saarforst, das ist ja der Waldbesitzer hier, und mit dem saarländischen Umweltministerium. Wir haben also so eine Art Triumvirat gebildet und managen diese Wildnisfläche gemeinsam. Der NABU selbst hat dabei die Aufgabe der Ökopädagogik. Der NABU bietet hier im Urwald im schulischen Bereich, Urwald macht Schule-Programm an. Im außerschulischen Bereich gibt es Urwaldführungen, Kinderferienprogramme und mehrere verschiedene Wildniscamps. Urwald macht Schule ist ein Programm, da kommen Schulklassen für 2, 3 oder 4 Tage in den Urwald und wir machen ein wildnispädagogisches Programm. Wir hatten uns am Anfang überlegt, als wir dieses Waldinformationszentrum bauen wollten vom NABU aus im Rahmen des Bundesprojektes Biologische Vielfalt, wie gehen wir vor? Und deswegen haben wir so eine dezentrale Lösung gesucht. Wir haben also im Wald verteilt 3 Pavillons. Das sind ganz neumodische oder neue bionische Bauwerke. Das sind überdimensionierte Holzzellen. Und die haben wir auch aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut. Und dieses Hauptgebäude dient dann den Medien und der Kommunikation. Hier sollen also Versammlungen stattfinden. Hier ist unsere permanente Ausstellung. Hier werden auf Monitoren Waldfilme gezeigt. Hier finden dann auch Fachtagungen statt, hier kann aber auch Kleinkunst stattfinden. Also insgesamt können hier 2 Schulklassen oder eine Busladung voll Menschen gleichzeitig dann informiert werden.